Sprecher drüber reden. Tut das schon, oder was? Das ist schon die ganze Zeit. Hast du natürlich keinen Sprecher drüber nicht, oder? Nein. Gut. Ja, dahinter einem ganz verwaist. Das ist erstaunlich anstrengend. Hervorragend. Also, wir haben den Winterraum. Grüße von der Ebenwaldhöhe, ich bin Flat dabei und heute bin ich ziemlich streichfähig. Nichtsdestotrotz geht es auf die Reisalpe und mit dabei ist Azrael, der immer noch kein Sprecher hat, den ich in Zukunft auch gar nicht mehr fragen werde, weil jetzt bin ich nämlich beleidigt. Genau, das eine ist der Berg da oben. Das eine ist der Berg, ja richtig. Der Berg ist der sogenannte Hochstauf, Azrael, da waren wir schon mal. 1305 übrigens, um dir ein Gedächtnis zu rufen. 1305 ist schon lange her, ne? Ziemlich, ja, du bist da schon ziemlich alt. Da hinten schau ich die Reise zum Segen durch den Wald hindurch. Ah, schön. Gleich noch viel besser. Geschlossen, na geöffnet. Schau, Alba Schneefelder, kannst du da berg ankämpfen. Wow, ein Schneeball. Ja. Nicht schlecht. Ich bin sicher, du hast ein großes Verlangen danach, dass man den ins Wrack schmeißt. Oh ja. Unbändiger. Ganz, ganz super. Mhm. Na, den Baum hast du ziemlich angerissen. Da passt das wenigstens mal, das Wortspiel. Manchmal muss man einfach auch die Atmosphäre einfangen. Und nachdem ich es nicht einsaugen und dann irgendwie in deine Flasche ausliefern kann, muss ich es halt irgendwie mit Video probieren. Du willst rasten, du bist dann nicht einmal losgegangen, aber es sind jetzt 36 Minuten. Ja, na erst. Der Schlitzinger ist auch gerade fertig. Jetzt ist auch Schluss mit Lagieren, ja, auf da am Berg erst. Erstaunliche Baumformation von meiner Vorderfilmen. Ja, dahinter einem ganz verwaist. Macht nichts. Wir wollten eh nicht einkehren, oder? Können wir da jetzt quer aufrennen einfach. Es ist früher und die Bäume schlagen aus. Ja, so ein Übertritt ist eine seltsame Konstruktion, gell, wenn der Draht fehlt. Anmut und Grazie, zeitlose Eleganz, komm. Dann bleibt es auf jeden Fall im Video drin. Und wenn es mich jetzt auf die Pappen hat, dann ist es auch ein Video drin. Ja, genau, so ist es. Bevor uns der Alpenboden ausgeht, machen wir einen Knick nach rechts, wenn wir diesen Rücken folgen. Jetzt ist es nicht mehr ganz so weit, wenn du schaust. Hochstauf von der anderen Seite. Genau, Hochstauf grüßt der Oma. Mit spektakulärer Aussicht nach Norden sind wir nicht gesegnet, da ist ziemlich diesig. Fast schon wieder Sahara-Staub, hä? Ja, wenn die Fernblicke jetzt ins Flache und nicht so sehr zu überzeugen wissen, aber im Gebirge, da geht's schon noch.
Drüben ist der Berg aus, schau. Ja, so steil wirst du gar nicht. Dafür ist der Berg schneller aus. Du wirst das so sagen, selten ein Schaden ohne Nutzen. Da wo es jetzt aufsteilt, sind die Höhenmeter schneller vorbei. Der Reiseifel-Gipfel ist nur ganz genau 500 Meter entfernt. Das ist erstaunlich anstrengend. Ja, da ist jetzt ein ziemlicher Kampfhafer. Einmal hart und damit rutschig. Einmal tief, aber wenigstens nicht zum Abruschen. Und für so einen Untergang geht sich das gerade noch aus. Mittendrin bis zu den Knie einsinken. Das macht das Ganze schon ein bisschen spannend. Ja, aber ein wunderschöner Almboden ist er trotzdem. Und die Aussicht wirst du lieben. Ja, was man sich bei der Reise, wenn man da alles kaum vorstellen kann, ist, dass das ein Berg ist, der wegen seiner Aussicht gerühmt wird. Vor gar nicht allzu langer Zeit war ein lieber YouTube-Kollege von mir herum, der Jochen Bergwechsel-Kramer. Liebe Grüße an der Stelle. Der hat weniger Schnee gehabt als wir jetzt. Dafür ist bei uns schon der 31. März. Habe ich euch zu viel versprochen, ja, mit der Aussicht. Alles, was Rang und Namen hat. Muckenkogel hinter allem. Ötscher. Hochschwabmassiv. Da haben wir Göller, da haben wir Gipfel. Die Rax. Da haben wir einen Schneeberg. Da ganz im letzten Abendlicht hast du drüben den Unterberg, schau. Schau, das ist das Reisalpenschutzhaus. Da ist das Winterdings. Also bei dem Winterdings, da muss man immer kreativ sein. Normalerweise ist das irgendwo ein Raum, der ein bisschen geschützt ist. Wetterseitenmäßig vielleicht auch noch. Und in dem Fall kann ich da sogar sagen, wo der ist. Denn, schau mal, da drüben ist der Schüttel 655. Und das sagt Reisenthaler Rundwanderweg. Da war ich nämlich schon einmal. Und da steht jetzt sicher drauf, Corona-bedingt geschlossen. Na, bitte Türe schließen, danke, steht da drauf, schau. Hervorragend, also wir haben den Winterraum. Achsen abkratzen. Noch Möglichkeit. Dann treten wir jetzt einmal ein. Ja, die Türe schließen, oder? Schau, Getränke, Winterraum, Bierradler, Fruchtkarte, Prost und danke für euren Besuch. Nein, da gibt's ein Bier. Ja, sicher gibt's ein Bier. Bitte, jetzt muss das gleich wieder umgehen. Unser Nord- und Winterraum wird mit Unterstützung der Gemeinde Kleinzell durch den Fremdenverkehrsverein im November 1999 neu gestaltet. Wir bedanken uns bei den Helfern. Da können wir uns auch grundsätzlich einschreiben. Schau, da hast du Biere, da hast du sogar Chips, da hast du Schnitten. Cool, gell? Ja, klar.
Man darf übrigens auch einen Zehner da lassen, ohne dass man da jetzt dementsprechend alles ausplündert. Da gibt es eine entsprechende Kasse, aber wenn man da rein muss, dann ist alles gut. Wir haben das Beste entdeckt, was auf dem Berg zum Entdecken gibt. Es ist schon dafür ausgerüstet, dass man wirklich also im Schneesturm oder im Gewitter da nicht anstellen muss. Da gibt es Decken, da gibt es ein Rettungsmittel. Füllen wir da mit Licht, oder? Nice. Wir halten den Raum sauber, ja? Unbedingt. Liebe Bergfreunde, bitte euch den eigenen Müll wieder nach Hause mitzunehmen. Ja, den Winterraum verlassen wir jetzt wieder. Inzwischen ist es ein bisschen dunkler geworden. Wir haben uns da gelabt und ein bisschen aufgewärmt. Wobei aufgewärmt eigentlich war es heraus. Wir haben uns drinnen, gell? Wir haben uns da drinnen abgekühlt. Eine wunderbare Abendstimmung haben wir immer noch. Und für uns geht es jetzt dem Anstiegsweg folgend wieder hinunter, genau. Da kannst du jetzt zeigen, was du alles nicht siehst. Auch günstig. Gut. Ja, auf geht's, oder? Nein, eigentlich geht's ab. Nein, jetzt geht's einmal auf. Wir müssen zuerst einmal hinauf. Ja. Verletzte Impressionen vom Gipfelkreuz. Viel Licht ist jetzt wirklich nicht mehr. Ja, da wird jetzt möglicherweise nicht allzu viel zum Sehen sein ohne Stativ. Probieren wir dann später mit Stativ auch noch. Da sieht man die Lichter von St. Pölten unten. Und wir werden schauen, dass wir uns wieder auf den Abstieg begeben. Da wird man jetzt nicht rasend viel von uns sehen, aber wir probieren es trotzdem. Ja, der Abstieg wird jetzt spannend. Der wo jetzt ist? Da oben. Ganz exakt. Schnell gegangen. Ja. Also schneller oben als rauf. Also nachdem es da Beschwerden gibt, dass ich zu wenig filme, filme ich halt einfach ein bisschen auf Finsternis. Das bringt zwar nichts, aber dann gibt es auch Ruhe. Ja, also wir haben jetzt im Finstern wieder die Kleinzähler hinter allem erreicht. Diesmal machen wir es richtig, oder? Mhm. Ist dann Durst? Ich hab keinen Durst tatsächlich. Und da hätten wir jetzt eigentlich was zum Trinken. Du hast ja keinen Trinknapf gehabt. Na bitte, ich hab keinen Zwanger. Man erkennt, wir sind auf festem Boden. So ja, eben Waldhöhe Parkplatz in ca. 20 Minuten. Das schaffen wir, oder? Das Schlimme ist an der ganzen Ski, das ist zum Auto nur der ganze. Das ist echt nicht zum Aushalten, das geht alles planiert da. Das ist ja schon planiert. Wie planiert soll es denn noch sein? Na eben, eben. Also eben. Ne? Eben. Eben halt. Nein, das ist eben. Also, das ist ein Ebenwald, das muss halt bei Ebenwald. Nein, das ist aber nicht eben. Der Ebenwald ist eigentlich auf dem Berg um. Hat dich das noch nie interessiert, warum? Muss man jetzt aber auch ganz zeitlich sagen, das ist Etikettenfindung. Es ist aber zumindest keine Mogelpackung, weil es ist Wald drinnen. Ja, selbst ganz am Schluss gibt es noch ein bisschen Schnee. Aber jetzt ist es wirklich nicht mehr weit. Habe ich übrigens schon mal erwähnt, dass ziemlich genau da der nicht markierte Wanderweg auf den Hochstab abzweigt. Das, was man da jetzt nicht sieht, das ist der große Parkplatz. Und der ist inzwischen leer. Die Ebenwaldhöhe ist normalerweise auch sehr beliebt bei Hobbyastronomen, weil man da meistens wunderschön wenig Licht verschmutzen, nicht? Können wir jetzt schauen, ob wir noch ein paar Aufnahmen zusammenbringen, dann blenden wir euch die ein. Und ansonsten hat sich die Tour jetzt ganz rasch dem Ende zugeneigt. Nimmt das aber so auf, ja. Sinnbild für unsere Gesellschaft. Der Untergang. Der Untergang unserer Gesellschaft ist lang nicht so schön. Hätte ich da übrigens auf Aufnahme gedruckt, dann hätte es gerade was aufgenommen da vorne. Haben wir jetzt nichts aufgenommen? Das ist aber mit Amateuren Arbeit. Du arbeitest ja gar nicht. Man mag es gar nicht glauben, das Stativ ist älter als Vater dabei. Das ist nicht leicht. Die haben es auch gehabt? Die haben es vermutlich auch eins, ja. Also mir gefällt das dagegen da. Ist schon Zeit für ein Tourfazit? Nein, gell? Nein, erzähl was anderes Interessantes. Na, Geschichte erzählen, das ist immer so, das war einmal, ne? Ja, eh, aber wenn man weiß, halt, es war einmal war, dann war es ja eine Prophezeiung, keine Geschichte. Ne? Das ist eher dein Metier. War es Geschichteln oder Prophezeiungen? Beides eigentlich.